passende Unterkunft sorgen. Sie soll über einen Haupteingang und mehrere Ausgänge verfügen. Aber am wichtigsten ist die Lage. An dieser Stelle ist der Boden zu locker. Also geht die Suche weiter. Hier wohnt schon jemand. Außerdem ist das Dachsweibchen wählerisch. Dieser Baumstumpf wirkt vielversprechend. Ein Fuchs hat bereits gute Vorarbeit geleistet. Rund um den See leben mehrere Dachse. Jetzt geht es darum, herauszufinden, ob sich darunter auch ein potenzieller Partner befindet. Ein Dachs hat hier seine Duftmarke hinterlassen. Aber wo versteckt er sich? In diesem Labyrinth kann man lange suchen. Doch schließlich findet das Weibchen seinen möglichen Partner. Und er scheint nicht abgeneigt. Wenn auch über die Marschrichtungen die Meinungen noch auseinanderzugehen scheinen. Um den Fuchsbau zu adaptieren, werden die Dachse aber noch jede Menge Erde bewegen und viel weiches Moos und Laub heranschaffen müssen. Thank you.